Herzlich willkommen im Crashkurs Ukulele. Heute mit dem Song. In dem Crashkurs Ukulele, der im Schott Verlag erschienen ist, zeige ich dir, wie man ganz unterschiedliche Lieder mit der Ukulele begleiten kann. Ganz typisch für afroamerikanische Musik ist dieser Wechselgesang von Call and Response. Also Vorsänger singt vor und der Chor antwortet. Und das habe ich etwas übertragen auf die Liedbegleitung von Oh When the Saints. Geht das los? Oh When the Saints. Und dann antwortet die Liedbegleitung, die Ukulele. Ja, in diesem schnellen Rhythmus. Ich habe da C-Dur. Und quasi lüpfe mal ganz kurz den kleinen Finger. Oh When the Saints go marching. Und dann das gleiche mit G7. Wieder eine Antwort, die hebt kurz den Finger hoch und dann geht es quasi richtig an los, die letzten paar Takte dieses Liedes, dann dumm, tschicke, dumm, tschicke, dumm, tschicke, dumm, tschicke, dumm, mach's gleich im Flottendämmer. Am Schluss kommt nochmal dieses dam, dam, da, dam. Liegt irgendwie gut in den Fingern, macht Spaß zu singen und zu begleiten und Noten findest du im Crashkurs Liedbegleitung Ukulele. Hier spiele ich es dir nochmal vor mit Metronom, ganz schlicht, und danach singe ich es noch und wie immer kannst du dich an den Einteilungen in diesem Video orientieren und dann die Stelle raussuchen, die du brauchst, damit du singen kannst und spielen kannst. Los geht's! 1, 2, 3, 4, 1. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. And when the stars begin to shine. And when the stars begin to shine. Oh, Lord, I want to be in that number.